Warnung, es ist ein noch nicht existierendes Szenario, was aber jederzeit möglich wäre. Soeben haben wir eine Eilmeldung erhalten. Die Weltgesundheitsorganisation hat von einer neuen globalen Epidemie gewarnt. Bei dem Erreger handelt es sich allerdings um eine mysteriöse Krankheit Z, die laut WHO-Experten zu Massensterben führt. Die neue Epidemie könnte genauso tödlich für die Menschheit werden, wie einst die spanische Grippe im 20. Jahrhundert. Damals hatte die Pandemie innerhalb von nur 2 Jahren mehr als 25 Millionen Todesopfer gefordert. Das Grausame ist, dass diese Krankheit von uns Menschen gezüchtet wurde. In einem geheimen Labor wurde dieser Virus von einer Terrororganisation gestohlen. Innerhalb von Minuten bricht es aus, allein der Kontakt über die Luft reicht schon für eine Infektion. Willkommen, meine laktosenintolerante Zuschauer. Mein Name ist Abraham Okkult. Genau so ein Szenario konnte uns treffen. Ihr hattet euch entschieden, ein mysteriöses Ereignis sollte euch gezeigt werden. Jetzt kommt mysteriöse Krankheit. WHO warnt vor Massensterben. Aber bevor wir anfangen, ich bin wirklich sehr glücklich. Der legendäre Mädchenmetzger hat sich meine Videos angeschaut. Sein Kommentar zu meinem Kanal wird jetzt eingeblendet. Diese Worte sind wirklich echt stark und danke dafür, Mädchenmetzger, dass du dir die Zeit genommen hast, mich zu beurteilen. Wir fangen an. Die Geschichte lehrte uns, dass der nächste große Ausbruch wahrscheinlich etwas sein wird, das wir vorher noch nie gesehen haben. Zitiert Zitelbach, den wissenschaftlichen John Arne Rottingen, der die WHO berät. Von einer Pandemie wird dann gesprochen, wenn die Erkrankung den Schaden anrichtet, nicht räumlich beschränkt, also womöglich auch weltweit auftritt. Dass eine Infektionskrankheit, die lokale Begrenzung an einem Ort ausbricht, sich im Extremfall auch weltweit verbreitet, liegt insbesondere an Reisen. Menschen aus betroffenen Gebieten können die infizierten Viren oder Bakterien verschleppen und zu einem Krankheitsausbruch in anderen Teilen der Welt führen. Es möge zwar merkwürdig wirken, eine noch unbekannte Krankheit skeptisch anzusehen, doch es geht darum, im Notfall gewappnet zu sein. Experten vermuten, dass die Krankheit X von wilden Tieren auf Menschen übertragen werden kann. Möglichkeiten zur Entstehung einer solchen tödlichen Krankheit Z soll es reichlich geben. Angefangen von ständig mutierten bekannten Viren wie Zika bis hin zu sogenannten Zoonosen, die von Tier zu Mensch und von Mensch zu Tier übertragbaren Infektionskrankheiten. Auch künstlich entwickelte Viren, biologische Waffen, stellen eine große Gefahr dar, da sie aus den Laboren gestohlen werden könnten. Bei einem anderen Thema wird es sogar noch kurioser. ISIS, der sogenannte Islamische Staat, will den Westen mit Zombie-Viren auslöschen. Wie bereits mehrfach berichtet wurde, soll die Terrormiliz Islamischer Staat mit Atomwaffen experimentieren. Jetzt warnt ein Experte allerdings vor einem noch viel schrecklichen Szenario. Wie der britische Daily Star berichtet, sollen die Terroristen an einem Zombie-Virus arbeiten, der über das Trinkwasser verbreitet werden soll. Dr. Bloomberg ist ein anerkannter Zombie-Experte und hält ein solches Horrorszenario für denkbar. Durch das Verbreiten des Virus können Menschen in brutale Killer verwandelt werden, die anderen Menschen nicht mehr als Personen, sondern Dinger wahrnehmen, so Bloomberg. Er vergleicht die Vorstellung mit dem Horrorfilm 28 Days Later. Darin werden Menschen ebenfalls durch ein Supervirus in Zombies verwandelt, die alles andere brutal töten. Am Ende angelangt müssen wir uns im Klaren sein, dass es keine Sicherheit gibt, von nichts und niemanden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so könnt ihr mich gerne mit einer Bewertung belohnen. Und für jeden Neuankömmling steht ein Abonnier-Button bereit. Das war's, euer Abraham Okkult.